Servus und willkommen wieder bei Max Works. Ich bin der Max und wer mir hier noch nicht folgt, gleich mal auf die Abo-Glocke drücken. Im heutigen Projekt, ein etwas größeres Projekt, geht es darum, naja, sieht man noch nicht viel, es geht auf alle Fälle um ein größeres Projekt. Wir bauen eine Kiste für Katzentoiletten. Jeder, der eine Katze hat, kennt das Problem. Der Dreck liegt überall, nur nicht im Katzenklo und verteilt sich im ganzen Haus oder der ganzen Wohnung. Und um dem entgegenzuwirken, haben wir ein kleines Projekt ausgedacht, mit dem das hoffentlich ein Ende hat. Nach dem Intro geht's los. Also, Projekt steht ja schon fest. Es ist ein Haufen Zuschnitt, den man eigentlich machen muss. Aber ich war faul, der liegt schon da drüben. Den habe ich mir machen lassen im Baumarkt. Bis auf ein Maß stimmt auch alles. Da habe ich vergessen, dass ich 32 mm für zwei Wände abziehen muss. Das säge ich noch ab. Das ist für euch eher uninteressant. Wichtig ist, gute Planung und dann den Zuschnitt selber machen oder machen lassen. Wichtig ist, gutes Vorplanen und dann geht das Ganze relativ gut von der Hand. Ich mache den restlichen Zuschnitt und dann geht es eigentlich auch schon richtig rein. Wir brauchen nämlich für den Schlupf von den Katzen brauchen wir insgesamt 3 runde Aussparungen. Das machen wir wie in einem der letzten Videos mit dem Fräszirkel. Und danach geht es kräftig ans Umleimern. Ich habe ihn hier nämlich auch schon gut vorbereitet. Das ist die Mutter aller Umleimerrollen. Da ist aber auch schon was weg vom letzten Projekt, das ich so gemacht habe. Aber sei es drum, ich lege es da drüben los und dann seht ihr wieder mal einzelne Arbeitsschritte, wie ich mich hier durcharbeite. Weil das eigentlich Interessante an dem ganzen Projekt ist, wie ich es verbinden möchte. Das mache ich nämlich, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, mit diesen typischen, ich hole sie mal schnell, mit diesen Verbindungen. Jeder, der schon mal einen IKEA-Schrank gekauft hat, kennt diese Verbindung. Die hat sogar einen Namen, das ist eine Plastex 15 wegen einer 15 mm Schraube hier und auch in verschiedenen Bolzenlängen. Im Endeffekt ist es ein Exzenterbeschlag, weil der exzentrisch hier eingreift und die Schraube festzieht. Warum mache ich das Ganze? Naja, ich baue das Ganze hier im Keller vor, das muss aber in den ersten Stock rauf. Das ist sau schwer, sperrig und die Treppe eng und bis ich oben bin, sind wahrscheinlich alle Ecken abgeplatzt. Deswegen baue ich es nach dem IKEA-Prinzip, dann kann ich es hier unten in Ruhe bauen, einzeln hochtragen, oben zusammenbauen. Und wenn ich es mal wieder loswerden will, kann ich es wieder zerlegen. Das dazu, genug gelabert, ich starte jetzt direkt rein, der Rest für euch im Schnelldurchlauf. Viel Spaß! Das hat auch super geklappt. Jetzt haben wir hier die Löcher drin. Ich passe sogar durch, ich könnte eine Katze sein. Was für einen Durchmesser habe ich da genommen? Die Frage kommt garantiert, 22 cm. Wieso? Aus Gründen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir einfach gedacht, das ist ein passender Durchmesser. Ich glaube, Katzenklappendurchgänge sind kleiner. Deswegen finde ich, das ist ein guter Durchmesser. Hat auch den Vorteil, ich habe den von der Position her ungefähr so gewählt. Ich weiß jetzt, dass unsere Katzenklos, die dahinter kommen, 14 cm hoch sind vom Rand her. Wenn ich das mal so dahin stelle, dann sind 14 cm ungefähr hier. Hat den riesen Vorteil, die Katze sieht, wo die Toilette anfängt.
und die ist nicht dahinter. Das ist nicht so der Sprung ins Unbekannte. Sie sieht diese Kante, die kennt sie. Und dadurch erhoffe ich mir auch ein bisschen, dass sie sich leichter tut. So, nachdem das jetzt alles fertig zugeschnitten ist und gefräst ist, habe ich mir auf jedem Bauteil schon mal eine Notiz gemacht, was für ein Bauteil es ist und an wie vielen Seiten ich einen und an welchen Seiten vor allem ich einen Umleimer drauf machen muss. Das ist ein blödes Beispiel, da muss zum Beispiel keiner hin, außer hier rein. Und da bin ich gespannt, wie ich das mache. Weil das wird mit dem Bügeleisen, glaube ich, eher eine müßige Geschichte. Aber ich habe da eine Idee, die können funktionieren. Aber das probiere ich später mal. Auf alle Fälle, ich mache jetzt hier die ganzen Umleimer drauf. Ich habe mich, ich bin einfach ein Fan von Bügelumleimer. Die muss ich mittlerweile leider online bestellen, weil mein Haus- und Hofbaumarkt sich dazu entschlossen hat, nur noch selbstklebende Umleimer zu verkaufen. Und das erschließt sich mir nicht ganz, weil selbstklebend, ja, klar, es ist einfach, ich klebe es drauf, fertig. Die Frage ist, warum? Das hat früher wunderbar funktioniert. Jeder hat ein Bügeleisen zu Hause und wer es nicht hat, der kann sich bei eBay Kleinanzeigen so ein Ding geschenkt holen. Und ich hatte mit den selbstklebenden schlechte Erfahrungen, weil die hier muss ich ja aufleimen und den Überstand dann mit einem Stechbeitel oder einem Cuttermesser oder so einem speziellen Kantenabschneide-Jig, wie auch immer, dann abschneiden. Und bei den Selbstklebenden hatte ich immer das Problem, dass ich mir die Kante, den Umleimer wieder weggerissen habe, weil die am Anfang so leicht kleben, dass ich den, wenn ich hier ansetze, um den ersten Schnitt zu machen, drücke ich ihn wieder weg. Die hier sind nach Erkalten fest. Und ein weiterer Nachteil, von den Selbstklebenden wohlgemerkt, wenn ich sie abgeschnitten habe, klar, schmeiße ich das erstmal auf den Boden oder lege es irgendwo hin, die Selbstklebenden kleben weiter. Das heißt, es klebt an allem, an der Werkbank, an den Fingern, an den Schuhsohlen, überall. Ich habe das Zeug durch die ganze Werkstatt getragen. Ich glaube, manche kleben noch am Boden, ich kriege sie gar nicht mehr weg. Weil am Schluss kleben sie gut. Das kann mit dem nicht passieren, deswegen Fan von der Bügeln. Das ist das einzige, Grund, warum ich ein Bügeleisen besitze, weil ein Hemd bügeln kann ich nicht. Das hat nach dem Bügeln mehr Falten als davor, das kann ich euch erzählen. Wenn da mal Fragen zu sind, gerne in die Kommentare, dann mache ich ein kleines, kurzes How-to-Umleimer-Bügel, weil das hat jetzt mit dem Projekt wenig zu tun, können wir auch mal nachholen. So, jetzt habe ich wirklich genug gelabert. So, die Kanten habe ich jetzt schon fertig. Das war ganz einfach. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Problemchen, sage ich jetzt mal, zu diesem kreisrunden Ausschnitt, weil mit dem Bügeleisen wird das, glaube ich, eher eine Fummelarbeit. Ich habe das aber schon an einem probiert. Und die Lösung ist natürlich, das ist ein Schmelzkleber. Klar, werden hier jetzt natürlich auch die Selbstklebenden am einfachsten, aber mit einem Heißluftföhn habe ich auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, ich lege mir den da ein, föhne den ein bisschen an und dann drücke ich ihn fest. Und genau das mache ich jetzt.
Das war ein Umleim-Marathon, das sage ich euch. Aber es ist geschafft. Und jetzt geht es an den eigentlichen Zusammenbau von der ganzen Kiste. Und eben zu meinem hier benutzten Rastex-System mit den Xenter-Schrauben und den Bolzen. Die haben einen Namen. Systembolzen für Exzenterbeschläge. Na gut, da hat sich mir jemand Mühe gegeben. Auf alle Fälle, für diese Verbindung gibt es hier diesen kleinen Blue Jig, also blauen Jig von Hettig. Der ist perfekt dafür, weil er hat die Bohrabstände, mit denen man diese ganzen Dinger perfekt vorbohren kann. Das Ganze geht so, man nimmt sich die Platte, wo später die Exzenterschraube reinkommt und bohrt zuerst mal für diese Exzenterschraube vor. Anschließend kann man hier, je nach Bannmaß des Dübels, hier so eine Beilegscheibe quasi aufschrauben. Die rastet dann dort ein und dann kann ich seitlich die Löcher bohren, wo die Dübel und der Bolzen einrasten oder eingeschoben werden. Und auf der anderen Seite vom Brett muss ich natürlich, kann ich auch die Schablone ansetzen und kann mir die Bohrungen schon mal vorsetzen, wo die eben die Gegenstücke reinkommen. Das ist ein bisschen eine Bastelarbeit, darüber könnte man, glaube ich, ein einzelnes Video machen, das selber eine Dreiviertelstunde dauert, wie man mit dem System perfekt die Bohrungen und Verbindungen macht. Ich mache es jetzt für mich einfach aus dem Grund, habe ich ja schon gesagt, dass ich das ganze Zeug in den ersten Stock, also zwei Stockwerke nach oben kriegen muss, und das über eine etwas enge Treppe und ich keinen Bock drauf habe und das Ganze sehr schwer ist. Deswegen mache ich das mit dem System. Wenn ihr das nachbauen wollt und ihr sagt, hey, ich baue das vor Ort zusammen und hau da einfach Schrauben rein, dann macht das. Ist eh der einfache Weg. Für mich macht es keinen Sinn. Ich mache es hier unten. Ich mache es so. Ja, genug gelabert. Ich werde mir hier jetzt mal für den mittleren Teil erstmal anfangen, die Verbindungen zu setzen, damit ich den schon mal zusammensetzen kann. Dann, ich habe mir schon ganz IKEA-like eine Anleitung geschrieben, was ich wann machen muss. Das heißt, ich verschraube zuerst die drei Teile hier, dann baue ich das Ganze auf den Boden, dann kann ich die Rückseite dran bauen, dann den Deckel drauf und dann die Seiten dazu. Hätte ich von Anfang an geplant, mit den Dingern zu arbeiten, hätte ich mir eine andere Reihenfolge einfallen lassen können, aber jetzt sind die Teile nun mal so da und ich muss damit leben und habe mir diese Reihenfolge ausgedacht, die hoffentlich funktioniert. Ich gehe auch mal schwer davon aus. Naja, jetzt habe ich wirklich wieder genug gelabert. Ich fange jetzt hier an, für euch Schnelldurchlauf. Tja, war jetzt wieder mehr Arbeit, wie ich mir gedacht habe, aber es ist zusammengebaut, es hält alles, es ist auch schön stabil und das Beste ist, ich kann es wieder auseinandernehmen. Das muss ich auch gleich. Die Türen fehlen noch.
Und dafür muss ich natürlich hier noch die Löcher für die Topfscharniere bohren. Jetzt hat. Und natürlich in den Türen auch. Dann kann ich die Türen schon mal Probe montieren. Das sind zwei MDF-Platten. Dann kann ich die schon mal vormontieren, schauen, dass das alles passt. Kann die Türen wieder ausbauen. Die werden noch lackiert. Da kommt noch eine kleine Ecke rein. Das machen wir dann. Und dann kann ich hier noch schnell einen Sockel zu bauen. Und dann kann ich das ganze Ding nämlich schon mal endlich nach oben in die Wohnung. Dann ist hier endlich wieder Platz in der Werkstatt. Die ist doch so, sie ist so groß und doch so klein. Kann das schon mal weg, weil ich muss hier die Fugen ringsrum, würde ich gerne absilikonieren. Dass wenn das Katzenklo drin steht und es geht doch mal irgendwas daneben, dann läuft es nicht ins Holz. Kann ich modern, kann alles abwischen. Das ist der Hintergrund. Und während das oben schön ausdampft, kann ich hier unten noch die Türen machen. Und das ist so mein weiterer Ablauf, wie ich jetzt das Projekt fertig mache. Und jetzt eigentlich schon wieder genug gelabert. Seitenteile raus, hinlegen, Türen. Ihr seht das, ja? Das ist eigentlich ganz easy. Ganz normale Topfscharniere benutze ich jetzt hierfür. Schön mit Softclose. Ich hasse es, wenn Türen zu schlagen. Und wie man an der Tür da hinten vielleicht schon sehen kann, die ich schon eingebaut habe, ich möchte innenliegende Türen. Also, dann wollen wir das mal angehen. Innenliegende Türen. Das muss weg. So. Das heißt, das Ganze kommt hier so drauf oder wird dann montiert. Ich suche mir jetzt als allererstes mal die Mitte der beiden Bauteile, damit ich das sauber ausmitteln kann. Für die Türscharniere selber habe ich diese kleine blaue Schablone mit, die kennt man vielleicht auch. Die lege ich mir jetzt hier bloß schon mal dazwischen, dass ich den Abstand richtig habe. Wenn ich dann die Mitte gefunden habe, dann lasse ich es so liegen. Für die eine Seite, das ist nur das Topfscharnier, das ist ganz einfach, da zeichne ich es mir einfach nur an mit dem entsprechenden Punkt, wie hier angegeben ist. Ich brauche das für den 35 mm Durchmesser. Also mache ich das. Ich nehme hier den Abstand und zeichne mir das hier an. Und für die andere Seite brauche ich erstmal nur die Position. Die muss ich später weiter rein projizieren, weil durch das Innenliegen muss ich die Türstärke nach innen verlagern. Das kann die Schablone nicht. Es gibt garantiert welche, die das können. Meine nicht. Aber ich komme damit klar. Es hat bis jetzt auch immer gut funktioniert. So, auf den beiden Seiten passt's. Bei den anderen, wie gesagt, muss ich mir das noch rein projizieren. Da müsst ihr dann jeder individuell schauen. Das hängt auch ein bisschen vom Scharnier ab, wie weit man rein muss. Bei meinem ist es jetzt der Standardabstand von 34 mm plus 1,5 mm plus die Türstärke. Macht bei mir 54,5. Für die Bohrungen hier, die fange ich an mit dem normalen Forstnerbohrer, der eine Spitze hat. Und wenn ich dann eine gewisse Tiefe habe, weil ich muss 12 mm mindestens tief bohren. Und wenn ich unten nicht rauskomme, habe ich mir hier einen Forstnerbohrer, der keine Spitze mehr hat. Dann habe ich ein bisschen mehr Tiefe. Warum habe ich mir weiter hinten Löcher angezeigt, wenn ich sie dann nicht bohre? Ich denke mir gerade, warum passt die Tür nicht? Ich habe natürlich vorhin noch schön daher geredet, dass die Türen oder dass die Scharniere weiter hinten rein müssen. Und ich Idiot bohre natürlich trotzdem in die richtige Ecke. Aber egal. Nachdem ich das Ganze eh nochmal zerlegen muss, kann ich auch die richtigen Löcher bohren. Die alten stören mich nicht, sind auf der Innenseite. Wenn ihr wisst, wie spät es ist, sind solche Fehler absolut verzeihlich. Es ist 10 Uhr nachts, abends. 10 Uhr abends. Ich werde das ganze Ding jetzt zerlegen. Dann
kann ich die Löcherchen dann noch bohren und dann kann ich es rauf in die Wohnung tragen und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die hübschen Teile hier lackiert habe, weil dann sage ich noch Servus, aber dann seht ihr auch das Endergebnis. Bis dahin muss ich noch ein bisschen was machen, ihr könnt zu Bett gehen oder, nein, ihr geht nicht zu Bett, ihr müsst das Video fertig schauen, wenn ihr schon dabei seid, abonnieren, Glocke drücken, sonst vergessen wir das Ganze wieder. Also, wir sehen uns oben. Fertig ist es! Wie ihr gesehen habt, ich habe nur noch die Tür montiert und die Topfbänder eingestellt. Das war es eigentlich auch schon. Das ist der ganze Zauber. Ich habe einen kleinen Sockel drunter, dass es nicht ganz auf dem Boden aufsteht, sondern etwas höher. Und ich finde, da kommt jetzt auch ein Katzenklo rein. Die Katze kann jetzt hier so durch und ich kann es von hier aus sauber machen. Ich finde, für ein Katzenklo ist das eine wahre Luxushütte. Also mir gefällt es. Mir gefällt auch die Farbe. Es ist alles wunderbar geworden. Es hat gepasst, wie ich wollte. Es ließ sich gut zerlegen. Es ließ sich gut wieder zusammenbauen. Ich fand es ein geiles Projekt. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen zuzuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen zuzuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Die Glocke nicht vergessen. Dann seht ihr auch das nächste Video von mir. Und ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes mache. Aber vielleicht wird es wieder so ein cooles Projekt wie das hier. Vielleicht geht es diesmal nicht um Katzenkacke. Wir sehen, was kommt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mal wieder ein Projekt mache und ein Video dazu mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Nagel da Schrauben rein.